Hallo, meine lieben Widder, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Befrei dich zu deinem Single Reading, denn die Freiheit ruft. Hab Vertrauen, du wirst erfolgreich den richtigen Weg in der Liebe einschlagen, denn wir haben für dich nur die Liebe, wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Sei gespannt, wir schauen uns das Ganze näher an. Viel Spaß mit deinem Reading. Hallo, mein lieber Widder, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und wir starten heute deinen Blick in die kommenden Wochen bezogen auf die Liebe. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hallo, auch wenn du neu auf meinem Kanal bist, aktiviere gern die Glocke, dann verpasst du kein weiteres Video oder lass mir auch gern einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über einen Energieausgleich. Ihr Lieben, bitte bedenkt, es ist eine Kollektivenergie, sie kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente, manchmal nur ein Satz, eine Idee, eine Inspiration. Wenn du das Video findest, hat es mit Sicherheit seinen Grund. Nimm dir nur das mit, was sich für dich stimmig anfühlt. Solltest du nicht fündig sein, dann schau dir gerne deinen Aszendenten, Mond oder Venuszeichen an. Je nachdem, manchmal schwingen wir auf unterschiedlichen Zeitlinien. So. Wir starten in eine Gegenüberstellung für dich und schauen mal rein, wo stehst du aktuell, mein lieber Widder? Wie ist deine Energie? Und dann schauen wir, was bringt dein potenzielles Gegenüber denn mit sich? Und ihr lieben Männer, seid so lieb und dreht's euch einmal um. Sollte ich es nicht geschlechterneutral gehalten haben, ich lege immer aus der Sicht einer Frau, du wirst wissen, wann du es drehen darfst. So, ihr Lieben, wir haben schon eure drei Karten, geht schnell. Und jetzt schauen wir auch gleich in euer potenzielles Gegenüber rein. Das Gegenüber, ja, der Herzensmensch. Eine Karte noch. Vielen Dank. So, wir haben gemeinsame Energie, ist die Königin der Münzen, euer Selbstwert, Priorität auf Körperbewusstsein, auf bare Münze, auf, ja, erfolgreich in den Finanzen, erfolgreich im Beruf seinen Wert kennen. Denn die Königin der Münzen kennt um ihren Wert. Sie weiß, wo man Arbeit reinstecken darf. Sie kümmert sich auch gut um ihren Körper. Sie kümmert sich auch gut um ihre Familie. Vielleicht bist du auch Mutter oder Vater, denn hier spricht die Energie davon. Ankommen in seinem Körper und in seinem Zuhause, höre ich gerade. Ja, vielleicht hast auch du, mein lieber Widder, mit einem Krebs zu tun. Hier bist du nämlich auf dem Weg, schnell vorwärts zu kommen. Hier verändert sich rasant was. Vielleicht bist du auch umgezogen auf eine Reise. Hier geht es um eine Aktivität, auch die Dualität in Einklang gebracht zu haben. Große Arkana, ja, Feuer und Flamme sein. Hier eine neue kreative Schaffensphase beim Packe, wie sag mal, beim Schopfpacken und für Wachstum, Leidenschaft, Aufregung, Begeisterung, Motivation zu sorgen. So, ich bin gespannt. Wo stehst du? Ja, du verlässt das negative Denken, mein lieber Widder. Die 5 der Schwerter in Reverse. Stürmische Zeiten, Niederlagen, AD, Konflikte, Herausforderungen und ja auch egobehaftete Menschen und Denken dürfen hier aktuell bei dir gehen. Du kommst in die Gedankenklärung und bereinigst das negative Denken. Also auch Mangelbewusstsein, Mangeldenken. Ja, ihr Lieben, und sogar noch die 9 der Schwerter. Sorgen, Kummer ist auch hier in Reverse, gehen bei dir raus, schlaflose Nächte verstreichen. Ein Zyklus der immer wiederkehrenden Sorgen und Negativität möchte beendet werden. Was haben wir noch? Ja, du kommst hier in die Aktivität Richtung Handeln, auch wenn langsam, aber in kleinen Schritten. Ja, hier geht es um Stabilität, um Sicherheit, auch um Zeit, Kraft und Energie in ein Projekt zu stecken. Mag es eine Weiterbildung sein, eine schulische Angelegenheit, eine Ausbildung, ja. Hier geht es darum, wirklich langfristig in die Planung zu gehen und an seinen Träumen, an seiner Fülle, nämlich an seinem Wert zu arbeiten. Sehr schön. Kann auch sein, dass dein potenzielles Gegenüber schon der Ritter der Münzen ist. Ist meine Lieblingskarte,
für die Beziehung, denn hier haben wir einen Menschen, der mal nicht eben ein Handtuch schmeißt, wenn es anstrengend wird, sondern dieser Mensch weiß, es erfordert eben Zeit, Kraft und Energie, in eine Beziehung Ressourcen zu investieren, damit man auch Fülle wieder rausbekommt. Ja, ihr Lieben, Happy Wife, Happy Life höre ich gerade. Dreht es euch auch gerne um, ihr werdet wissen, wann ihr gemeint seid. Hier habt ihr es mit jemandem zu tun, der euren Wert sieht, zu schätzen weiß und dem es auch Spaß macht, hier in die Weiterentwicklung einer Sache, Situation zu investieren. Mega, ne? Hier unten leidenschaftlicher, aufregender Neuanfang, Wachstumspotenzial, Feuer und Flamme, vielleicht auch Zwillingsflammen. Wir schauen später gleich mal rein. Wow, ihr Lieben, und das Ass der Münzen auch noch. Wow, zweimal ein Neuanfang, ja? Beständigkeit, Stabilität, also Stabilität, nicht Stabilität, ne? Wegen dem Stab, sondern wirklich ein Geschenk vom Universum, ein Angebot, eine Chance, ein Potenzial, wo aber auch jemand auf Sicherheit baut, aber wo die Leidenschaft auch nicht zu kurz kommt. Perfektes Match, würde ich sagen, verantwortungsbewusst und leidenschaftlich. Halte Ausschau, wohin die Reise und dein Abenteuer geht und folge deinen kreativen Schaffensphasen, deiner Inspiration, setze vielleicht auch neue Ideen um, ja, vielleicht hast du dich selbstständig gemacht und verfolgst jetzt einen neuen Weg, eine neue kreative, ja, wie soll ich sagen, eine neue kreative Arbeit und lernst vielleicht da dein potenzielles Match kennen. Wir schauen doch mal rein. Ja, dein potenzielles Gegenüber hat hier auch eine Transformation abgeschlossen, eine Trennung hinter sich, vielleicht auch einen Verlust oder einen Sterbefall hinter sich. Auch ein alter Anteil seinerseits oder ihrerseits wurde hier transformiert. Ein neuer Tag möchte starten. Hier haben wir den König der Schwerter. Wow, jemand Kluges, jemand Intellektuelles, jemand Kommunikatives. Ihr Lieben, der König der Schwerter, wenn sich jemand ausgesucht hat, ne, auch für euch, ihr lieben Männer, dann seid ihr es. Das ist jemand, der nicht lange fackelt, sondern der, wenn sein Ziel im Auge hat, auch aktiv vorangeht über die Kommunikation, vielleicht ein bisschen unterkühlt wirkend, aber im tiefsten Inneren das Herz an der rechten Stelle hat. Könnte ein Rechtsanwalt sein, ein Notar, jemand, ein CEO, jemand, der Führungsqualität hat und ganz stark mit Worten ist, auch ein Mental Coach, höre ich gerade, oder auch ja jemand, der auch gelernt hat, gesund Grenzen zu setzen. Ja, also jemand richtig Männliches und ihr lieben Männer, jemand Weibliches, wenn ihr auf dieses Geschlecht schaut. So, was haben wir noch? Ja, die 6 der Münzen. Mega, ihr Lieben. Wir haben hier Austausch. Jemand, der deinen Wert kennt, der hier ein Miteinander, ein Füreinander, ein Geben und Nehmen gerne haben möchte, der auch immer schaut, dass die Waagschale in Balance ist. Ja, hier lohnt sich der Einsatz. Ich sag's ja, wenn der König der Schwerter sich jemand ausgesucht hat, dann weiß man, dafür lohnt sich's. Wir haben ja die Energie des Ritter der Münzen auch. Vielleicht hat dieser Mensch sich schon viel im Berufsleben erarbeitet. Hier haben wir viele Münzen und du hängst vielleicht aktuell noch in negativen Gedankenstrukturen fest, bist aber dabei, sie loszulassen. So, was hat denn für dich, mein lieber Widder, hier stürmische Zeiten ausgelöst? Herausforderungen, negatives Denken. Was bekommen wir an Infos noch für dich? Ja, hier geht es darum, dass vielleicht eben du dich hinten angestellt hast. Vielleicht hast du auch Kinder oder ein Kind, ja? Und du schaffst jetzt hier eben aufgrund der Mindset-Arbeit offen zu sein, neugierig zu sein, neuen Projekten gegenüber, schaust hin, wo es Wachstum gibt, ja, bist hier auch in der Lehrlingsenergie, deinem neuen Seelenweg, deinem neuen Baby, deinem neuen Projekt zu folgen. Ein Sturm hat dich ins Wanken gebracht und aber auch zeitgleich auf den richtigen Weg. Ja, ihr Lieben, ne? Wer hat euch ins Schwanken gebracht? Jemand Materialistisches, jemand, der vielleicht untreu war, der vielleicht euren Wert eben nicht gekannt hat, weil wir ihn in Reverse haben. Kann auch sein, dass wir hier getrennt Lebende haben, Alleinerziehende haben, wo das Kind auf den materiell ausgerichteten Vater schaut.
Vielleicht hast du auch immer mit Menschen zu tun gehabt, die dir mehr vorgegeben haben, dir was zu geben, aber weniger ins Handeln gekommen sind. Ja, mehr Schein wie Sein höre ich gerade. Du befreist dich aus deinem Gedankenkonstrukt mega von den neuen Erschwertern und wandelst jetzt die Sorgen und den Kummer um, bekommst Aha-Momente, wechselst die Perspektive und den Blickwinkel. Eine lange Zeit der Sorgen möchte, wie ich es schon zu Beginn gesagt habe, sich beenden. Ein Zyklus möchte abgeschlossen werden. Du bist auf der Überfahrt, in der Übergangsphase, hier Altes zu transformieren und Altes loszulassen, nämlich, ihr Lieben, wunderschön, die 5 der Schwerter in die 6 der Schwerter umzuwandeln. Ade, Ego, Ade, Streit, Ade, immer nur, ja, Niederlagen einzustecken. Du darfst hier noch Frieden schließen mit der Vergangenheit, darfst dein Herz aufmachen. Es kann sein, dass hier jemand vielleicht, ne, weil wir auch das Gericht haben, was für die zweite Chance steht, auch bei dir, mein lieber Widder, aus der Vergangenheit eine zweite Chance haben möchte. Aber jemand Kindliches, Naives, wo es vielleicht nur um die Leidenschaft geht, wo man ja über einen Streit Kontakt abgebrochen hat, höre ich gerade. Du wirst wissen, wem du die Tür des Himmels öffnest, wo du das Gepäck der Vergangenheit abgearbeitet hast und dein Herz jetzt leicht wie eine Feder ist. Du befreist dich, ich wünsche es dir, von Mangeldenken und Mangelbewusstsein, weil nämlich jetzt jemand einsam ist und vielleicht jetzt zu spät deinen Wert erkannt hat, möchte man eine erneute Chance. Du prüfst, du hast den freien Willen, aber ich schaue noch mal auf den König der Schwerter hier, auf den neuen Herzensmenschen, auf die neue Herzensdame. Und da haben wir auch noch mal den Hinweis, Ex-Partner, Ex-Partnerin, ihr Lieben, ihr hättet es sehen sollen, ich hoffe, man hat es gesehen. Das Karma ist über den Tisch geflogen. Jetzt bekommst du deinen karmischen Ausgleich, ja? Für viele geht's hier auch um Dualseelen, um karmische Prozesse. Wenn du in deine Heilung gekommen bist und deinen Wert erkannt hast, dann schwappt sozusagen der Gefühlsklärer, der vergangene Partner, Partnerin in den Erwachungsprozess, ja? Weil man plötzlich merkt, obala, man ist ja ganz einsam, man hat ja Mangeldenken und Mangelbewusstsein. Während du auf dem Weg in eine neue Zukunft bist, kommt hier karmische Gerechtigkeit, karmische Gerechtigkeit sorgt auch hier dafür, vielleicht bezogen auf eine Scheidung, auf einen Ausgleich, auf eine Rechtsprechung, auf eine gerechte Entscheidung, hier ein altes Kapitel abzuschließen und einen Neuanfang zu starten. Vielleicht hast du es mit einem Luftelement zu tun oder mit einem Löwen sogar, ja. Hier der König der Schwerter hat auch nämlich alte Kapitel geschlossen, ist mutig, ist stark, hat aber auch eine sanfte Seite, denn ihr Lieben, ne, die Karte Kraft ist ja mit Sanftheit und Sanftmut den wilden, brüllenden Tiger zu bändigen. Ja, jemand hat hier seinen animalischen Anteil gebändigt. Ist absolut klar, höre ich gerade, in seinem Element. Ja, hat vielleicht auch ein Kind, kann auch sein, dass das Kind die Schule noch besucht, vielleicht triffst du diesen Menschen aber auch in einem Studium, in der Weiterbildung. Dieser Mensch hat auch den Horizont erweitert, ist auch neu auf einem Bereich, wo man Neues dazu gelernt hat oder lernen möchte. Ja, hier hat sich jemand belesen, ist belesen, so wie ich es gesagt habe. Kann auch sein, dass dich jemand übers Internet schon verfolgt, Spionage im positiven Sinne betreibt oder ein Ex-Partner, Ex-Partnerin immer noch mal schaut, was du so machst. Wir schauen mal, was gibt er dir denn mit den 6 der Münzen? Ein Geschenk vom Universum? Ja, hier schmeißt sich noch mal auf die 5 der Münzen, die 8 der Kelche. Du bekommst aufgrund des neuen Menschen die Möglichkeit, wirklich etwas emotional hinter dir zu lassen, nämlich du bist mit den 8 der Kelchen dabei, Richtung 2 der Kelche weiterzuziehen, Richtung wahre Liebe, Seelenliebe, Partnerschaft, Verbindung auf Augenhöhe, ja. Eine Zeit lang war das hier ganz schön und gut, aber jetzt möchtest du mehr und durch diesen neuen Menschen bekommst du endlich den Stupser, den es braucht, um deinem Herzensweg zu folgen. Triff eine klare Entscheidung, solltest du noch irgendwo in alten Gedankenstrukturen feststecken, höre ich für ein paar wenige von euch.
Vielleicht überlegst du ja auch erstmal, dich zu trennen und bist neugierig, was auf dich zukommt. Hier darf aus Sicherheitsdenken darf man sich befreien, aus materiellem Festhalten darf man sich befreien, darf auch die Einsamkeit des Mangeldenken überwinden und sich positiv seines Selbstwertes ausrichten. Du möchtest nämlich hier die Herrscherin sein, du bist die Herrscherin, auch ihr lieben Männer seid die Herrscherin. Hier geht es ums Empfangen, ja, das Herz aufmachen, Wachstum, Fülle, Harmonie und Frieden empfangen. In 9 bis 10 Monaten spätestens wirst du Früchte ernten. Vielleicht möchtest du auch Mama werden und lässt deswegen jemand aus der Vergangenheit oder aktuell hinter dir, weil hier kein Wachstum mehr vorherrscht. Hier geht es um Harmonie, um Frieden, aber auch um alle Anteile der Königinnen in sich zu vereinigen. Das heißt, die Schwerter rational denken, die Entscheidung treffen, die Kelche, das Herz aufmachen, sind da noch Gefühle da oder werden neue Gefühle geweckt? Die Stäbe, herrscht hier noch Leidenschaft vor, und die Schwerter, ist die Kommunikation, wie ist die denn? Ja, du wirst wissen, ob du noch an jemand festhältst, für manche von euch bekomme ich es rein, oder ob du diese Anteile schon geheilt hast. Ja, du bist auf dem Weg dahin, dieser Mensch ist auf dem Weg zu dir, ihr habt hier die 3 der Stäbe, ready für eine neue Partnerschaft, ready für eine langfristige Beziehung, auf der Entwicklungsreise an ein neues Uferchen zu schippern, einen neuen Horizont zu erreichen, mega. Ja, wir haben hier wirklich 2-mal das Potenzial auf einen Neuanfang, aber aktiv werden darfst du, folge deinem Seelenweg, folge deinem inneren Feuer, folge vielleicht auch einem neuen Beruf, ja, hier mit dem Ast der Münzen, setze ein neues goldenes Saatkorn, geh aktiv voran, zieh vielleicht um, beweg dich, vielleicht verreist du auch, wo du einen neuen leidenschaftlichen Anfang starten kannst. Ja, werde zur Königin der Stäbe, finde deine Leidenschaft, folge deiner Leidenschaft, sei selbstbewusst, sei charismatisch, ja, ausstrahlungsstark. Hier kommt mir wirklich so on fire, ja, also wirklich die Herrscherin und die Königin der Stäbe, mega. Ja, wende dich von Herzschmerz der Vergangenheit weg und der positiven Zukunft auf deiner Reise in eine neue Partnerschaft zu. So, ich frag doch mal für den König der Münzen in Reverse, wen haben wir denn hier? Jemand, mit dem es nur Streit gibt? Ja, einen karmischen Partner, ihr Lieben, tatata, wie soll es denn anders sein? Diese Karte fällt sehr oft zurzeit. Religiöse Faktoren unterscheiden euch, trennen euch, mag das Alter sein, mag die Werteausrichtung sein, die Traditionen, die Bereitschaft zur Beziehung, einfach andere Glaubenssätze, Vorstellungen, wie eine Beziehung zu sein soll, ja. Dein Liebesleben wird eben hier von religiöser Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Vielleicht bist du schon viel weiter als der vergangene Partner, Partnerin. Hier geht's für den ein oder anderen von euch um ein spirituelles Erwachen. So, wir schauen noch mal, da klopft's gleich bei mir an die Wand. Ich hoffe, ihr könnt es nicht hören. Der König der Schwerter, der ist toll. Den würde ich ganz gerne mal abklären. Ihr Lieben, Past-Life-Beziehungen, auch nochmal Karma. Wir sind im Jahr des Karmas, was soll ich sagen? Jemand, den du aus der Vergangenheit kennst oder aus einer früheren Inkarnation, aus einem früheren Leben. Du wirst diese Anziehung definitiv spüren. Hier geht's um, ja, ihr habt euch schon früher gekannt. Hier geht's um Leidenschaft, hier geht's um Wachstum. Das ist auch ein Mensch, mit dem du vielleicht Kinder gründen kannst, eine Familie gründen kannst, dass du Mama werden kannst. Das Universum sagt, achte hier auf die Warnsignale im Positiven wie im Negativen. Ne? Die Zeichen warnen dich. Schau genau hin, wo bekommst du Wachstum, wo bekommst du Fülle. Und der Hinweis natürlich, achte auf den Ex-Partner, die Ex-Partnerin. Hab ja gesagt, hier kommt für den einen oder anderen nochmal die Vergangenheit. Die Zeit ist gekommen, nämlich deine Energie zu klären. Lass alte Kamellen los und mach dein Herz auf, wirklich für etwas Neues. So, wir schauen noch mal dein potenzielles Gegenüber. Was erfahren wir denn an Zusatzbotschaften? Ja, bringe deine kreative Schaffensphase, deinen kreativen Ausdruck hier wirklich
zum Ausdruck. Wir haben den kreativen Ausdruck. Wir haben, deine Seele sehnt sich nach kreativem Ausdruck. Vielleicht bist du festgefahren, du hast kein inneres Feuer gerade, dir fehlt die Leidenschaft. Du möchtest hier was Neues kreieren. Folge deinem Herzensweg, ja. Sei aktiv dabei, voranzugehen. Ich sag ja, das Ass der Münzen, vielleicht auch einen Berufswechsel vorzunehmen. Du beginnst eine neue Karriere, die dir Freude und Fülle bringt, die du ersehnst und verdienst. Für den ein oder anderen von euch bekommt ihr hier einen Berufswechsel, lernt vielleicht sogar hier den neuen Herzensmenschen kennen. Ja, wir haben hier einen Heiler, eine Heilerin, könnte auch ein Chirurg sein vielleicht. Du besitzt die spirituelle Gabe der Heilung und den Wunsch, sie mit anderen zu teilen. Jemand, der sehr stark in der Kommunikation ist, der auch gut, ja, vielleicht mit dem Skalpell umgehen kann. Also ich habe hier wirklich zum ersten Mal beim König der Schwerter das Gefühl, es könnte auch ein Arzt sein, ja, aber auch jemand, der ganz klar seinen Wert kennt, seinen Weg verfolgt und wenn er dich aus oder sie dich auserkoren hat, genau weiß, was er möchte oder sie. Deine naturgegebenen Fähigkeiten zur Energieheilung sind ein wichtiger Teil deiner Lebensaufgabe. Ja, hol dir deine Flügel, komm in die Heilung, komm in die Energieheilung, wechsel vielleicht den Beruf, folge deiner kreativen Schaffensphase, vielleicht auch über den Wunsch, etwas zu verändern. Wir schauen doch mal, was für Charaktereigenschaften bekommen wir denn? Ich hätte ganz gern mal den König der Schwerter abgeklärt. Ein heimlicher Verehrer vielleicht für den einen oder anderen. Könnte auch der Ex-Partner sein, ne, der sich hier mit reinmuggelt. Jemand Mitfühlendes, Empathisches, Feinfühliges. Jemand Spirituelles und Tiefsinniges. Deswegen haben wir auch mehrfach hier die kreativen Ausdruck da. Das heißt, hier geht es wirklich drum, jemand, der seinem Weg des Herzens, seiner Leidenschaft folgt, der vielleicht ja von seinem Beruf total überzeugt ist, den aus Leidenschaft macht, mega schön, ja. Jemand Höfliches, Zuvorkommendes und wunderschön als Ritter der Münzen, verantwortungsbewusst. Und schaut, was sich hier rausmogelt und geduldig, darf ich euch wissen lassen. Ja, ne, ich sag ja, der Ritter der Münzen, der weiß, dass man in eine Beziehung investieren darf. Der weiß auch, dass es sich lohnt, dass du den Einsatz wert bist, so wie ich es schon zu Beginn erwähnt habe. So, meine lieben Widder, welcher Engel begleitet euch denn bis zur nächsten Liebe? Die Vanessa. Triff deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher? Welcher bringt mich eher von ihr ab? Ihr Lieben, ich sag's ja, alter Weg, alter Herzensmensch, neuer Weg, neuer Herzensmensch, du darfst entscheiden, wo führt dich dein Herz hin. Lernen und dich weiterbilden unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und dein persönliches Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Selbst wenn du nicht an Engel oder Gott oder etc. glaubst, finde ich die Botschaften dieser Karten immer wirklich schön, einfach um zu wissen, du darfst hier noch ein bisschen Horizonterweiterung betreiben, du kommst hier auf den Weg deiner Lebensaufgabe, um in dein persönliches Wachstum zu kommen. Ja, Vertrauen ist hier gefragt, um etwas zu verändern zu können, muss man es erst akzeptieren. Vielleicht darfst du auch erst mal eine Entscheidung treffen, etwas Altes loszulassen und es akzeptieren. Vielleicht gibt es hier schon einen heimlichen Verehrer. Yes, du bekommst deinen Erfolg. Du wirst gesehen und wertgeschätzt. Das bekomme ich die ganze Zeit rein. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet oder deine Gebete werden erhört. Vielleicht hast du dir beim Universum Unterstützung erfordert, sozusagen, weil du eine Sache, Situation selber nicht verlassen kannst oder konntest. Dein Hilferuf ist schon gehört. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ihr Lieben, ihr seht, weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Und ich hätte ganz gern noch eine Hauptmessage. Oh, wartet, wir haben eine Karte vergessen. Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Spreng die Fesseln des Teufels, spreng die Ketten der, ja, Langeweile.
der negativen Gedankenmuster und mach dich frei, wechsel die Perspektive. Du bekommst hier ein Geschenk, ein Austausch, wenn du Altes wirklich loslässt, transformierst und dich Richtung Neuanfang aktiv bewegst. Ihr Lieben, wir haben den neuen Partner sogar, also offensichtlicher geht ja nicht. Eine zufällige Begegnung ist kein Irrtum. Sie ist von den himmlischen Kräften orchestriert als Katalysator, damit die Dinge in Gang gebracht werden, die deine Gebete Früchte tragen lassen. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an eine Freundin von mir, sollte sie zuschauen. Weil genau das habe ich vor kurzem erst beim Essen gehen gesagt. Achte aufmerksam auf alle neuen Menschen, die von uns gesandt in dein Leben treten. Du wirst sie durch dein Gefühl der Vertrautheit und Unbeschwertheit erkennen und wissen, dass dir durch diese Personen nur Gutes widerfahren wird. Also manchmal kommen uns Menschen als Katalysator, als Wegbereiter, als Anstupser mit ins Feld. Ja, nichts passiert ohne Grund, denn sieh nur die Liebe in dieser Situation. Richte deinen Blick jenseits scheinbarer Irrtümer, Fehler und Missverständnisse und sieh nur die Liebe in jedem Menschen, einschließlich dir selbst. Dein unerschütterlicher Fokus auf die Liebe, die jeder Situation zugrunde liegt, bringt Heilung auf eine Weise, die du dir nie erträumt hättest. Und das ist Fokus und Willensstärke. Hier solltest du mit einem Krebs zu tun haben. Vielleicht motiviert dich dieser Mensch, ja. Hier möchte Heilung in eine Sache-Situation kommen. Triff deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meinem Seelenweg, meiner Herzensaufgabe näher. Ihr Lieben, so, wir haben alles. Lass den Ex-Partner los. Ein neuer Partner möchte kommen. Auch wenn es erstmal zu Verwirrung und Chaos führt, so wie es auf meinem Tisch ausschaut, vertraue, hier möchte eine Past-Life-Verbindung zu dir den Weg finden. In diesem Sinn, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit, für dein Vertrauen und ich sage bis ganz bald und zum nächsten Video. Ciao, ciao, deine Sunny.